Geht's in Richtung Spitzengruppe oder muss der Blick gen Mittelfeld gerichtet werden? Das ist die Überschrift für Berlin United an diesem 10. Spieltag in der Berlin-Liga. Zu Gast ist der SV Empor. Die Gastgeber gut in die Saison gestartet mit 6 Siegen aus 9 Spielen. Das Ganze heute richtungsweisend gegen die Gäste, die aktuell in einer dicken Krise auf Rang 13 stehen und die letzten 6 Ligaspiele verloren haben. Rein in die Partie der SV Empor Berlin in den blauen Trikots von links nach rechts mit dem Anstoß und dem darauf folgenden Ballverlust. Und dann geht's ganz, ganz schnell. Die erste Minute, das ist Brinkmann auf Thiago Rockenbach da Silva und der findet den Ball ins Tor. 1:0 für Berlin United. Das zweite Saisontor von Thiago Rockenbach, aber das wird ihm zugegebenermaßen von der Empor-Defensive auch vereinfacht. Ruberg, der Verteidiger der Gäste, hebt das Abseits auf und für Thiago Rockenbach, das Silva, ist das kein Problem. In der Folge besinnte sich der Liga 13. erstmal darauf, hinten dicht zu halten. Das gelang zumeist, aber eben auch nicht immer, weil der Druck von Berlin United richtig groß wurde. Das ist Kevin Kruschke mit der Möglichkeit, setzt den über den Querbalken. Die Gastgeber in den weißen Trikots drückend überlegen. Das ist der lange Ball in Richtung Thiago Rockenbach, da Silva, der legt den quer und dann ist das die Möglichkeit für Banse vor dem Tor, aber Marlon Höfer im Kasten kriegt die Beine zusammen. Das kann, / muss das 2:0 sein. Kurz vor der Pause kommt dann der SV Empor das erste Mal nach vorn über Tom Pilarski, über ein richtig gutes Solo, erarbeitet sich die Schussposition. Der geht aber deutlich rüber. Dass das einzig in Anführungszeichen Gefährliche, was Empor in den ersten 45 Minuten auf das Tor von Berlin United brachte. Und dann steigen wir ein in den zweiten Durchgang. Gerade mal 2 Minuten absolviert. Das ist die Flanke vom starken Brinkmann. Höfer hält den Ball nicht fest und das ist ein Geschenk mit Schleife für Thiago Rockenbach da Silva. Doppelpack und gleichzeitig das dritte Saisontor und die 2:0-Führung einmal mehr begünstigt durch individuelle Fehler zu Beginn einer Halbzeit vom SV Empor. Das 2:0 für die Gäste, gleichzeitig eine Art Initialzündung, jetzt etwas mutiger zu agieren. Das ist Tom Pilarski, er immer wieder Motor der wenigen Offensivaktionen von Empor. Dann Ball zurück auf Reimann und dann Ivan Orlov. Am Ende des Tages der Abschluss nicht zwingend genug. Aber es war sichtbar, Empor ging nun mehr Risiko. Das ist Schröder. Tankt sich da durchs Mittelfeld und dann ist das ein richtig guter Ball auf Steven Reimann. Der hat eigentlich die Chance zum 2:1 und das muss es eigentlich sein. Aber eine überragende Klärungstat von Aramis Babaev. Sehen wir hier Reimann eigentlich vorbei und Babaev im Vollsprint antizipiert das. Und das ist eine Weltgrätsche und gleichzeitig auch der Knockout für den SV Empor. Eine Szene gibt es noch von Berlin United, die gute Möglichkeit für Zohan, für den eingewechselten Topstürmer. Chance lebt noch über Rockenbach da Silva, dann wird der Ball nicht festgehalten und wieder Zohan mit der Chance. Das aber gleichzeitig die letzte des Spiels. Berlin United kann den Blick nach oben richten, ein souveränes 2:0 in einem Spiel, das wohl die Richtung für die Saison vorgeben kann. Wir machen weiter mit den Stimmen zum Spiel. Ja, erstmal sind wir erstmal erleichtert, dass wir überhaupt gewonnen haben. Ja, man hat die Tabelle gesehen, wir hatten vorher 6 Siege und 3 Niederlagen. Und da war halt genau die Sache, in welche Richtung geht es. Erstmal im Mittelfeld bleiben oder kann man wieder vorne, sag ich mal, rankratzen. Das haben wir auch vor dem Spiel gesagt den Jungs und ja, ich denke, es war nicht alles perfekt heute. Wir können, wie gesagt, auch an vielen Sachen noch arbeiten und müssen auch arbeiten. Aber ich denke mal, am Ende hochverdienter Sieg und ja, so soll es hoffentlich weitergehen. Natürlich haben wir Schwächen im Zweikampfverhalten gezeigt, wurden oft zur Seite gestellt.
haben sicherlich auch den einen oder anderen Ball verloren. Man darf da aber jetzt nicht gleich alles geißeln. Wir sind nun mal in einer Krise, da braucht man kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir haben die letzten, jetzt haben wir glaube ich 6 Spiele hintereinander verloren. Wenn man mit fünf Niederlagen im Gepäck und in der ersten Minute so ein Ding sich dann noch selber reinschießt, dann will ich mal eine Mannschaft sehen, die dann an ihre Leistungsgrenze kommt. Es wird langsam Winter beim SV Empor und das vor allen Dingen in Bezug auf das Sportliche. Das war die 7. Liga-Niederlage in Folge.